Tief ab für die Schöpfung, welche unvollendet bleiben muss, gelingt ihr die Bergung der Intention nicht. Diese Bergung erkundet quasi das Mysterium der Gottesgebärerin in Hinsicht auf die Initiierung der Offenbarung, in dem als ihre Wesensform begriffenen Menschen. Es war, dass eine solche Perspektive bei einem Autor des byzantinischen 14. Jahrhunderts überraschen mag, zeigt jedoch, dass sich die Konfigurationen der patristischen Überlieferung auch in dieser Epoche noch vielschichtiger gestalten als gemeinhin wahrgenommen. Mithin weist die rezeptionsgeschichtliche Vernachlässigung vor allem der drei Marienhomilien, in denen wir den Kern von Gavarasilas theologisch-spirituellem Vermächtnis erblicken, auf die allmähliche Verengung des theologischen Horizonts hin, dank derer Paradigmen zur Geltung kommen, welche die originäre theologische Konfiguration, in der Gavarasilas Werk sich situiert, ausschließen, zumindest marginalisieren, das heißt, es unverständlich und somit unrezipierbar machen. Von letzterem zeugen interpretatorische Willkürlichkeiten, zu denen man Zuflucht nimmt, um Gavarasilas Werk den gängigen theologischen Thesen zu subsumieren. Die Homilien öffnen so einen Zugang zu seinem Denken, der auch das übrige Werk tiefer und in eigenem Recht zur Geltung bringt. Vergegenwärtigen somit jene weitgehend verblasste Konfiguration patristisch-mystischer Theologie, der Gavarasilas theologisches Denken selbst entspringt und mögen auf diese Weise zu einem Gefühle der patristischen Überlieferung umfassender, rekapitulierenden Bild und Begriff führen. In seiner Homilie zur Entschlafung der Gottesgebärerin nennt Gavarasilas die Gottesmutter Ursache für alles, was uns irgend zur Zierde gereicht. Das Sein selbst, schreibt er, überhaupt Mensch zu sein, gebührt es auf die Selige zurückzuführen. Und nicht nur das, selbst Himmel, Erde, Sonne und alles, was ist, gelangte durch die selige Jungfrau wie der Baum durch die Frucht zu einem unversehrten Dasein und schlechterdings zum Seinem. Mehr noch sieht Gavarasilas mit dem Segen, mit dem Gott im ersten Schöpfungsbericht jede seiner Schöpfungen bedenkt, die Jungfrau gemeint, die sich in allem als untergründige Absicht offenbart. Wer würde nicht sehen, schreibt er, dass jede Preiswürdigkeit, Anmut und Zierde des Seienden, wenn irgend Tugend und wenn irgend Lob, gemäß den Worten des Paulus, der Jungfrau alleine zusteht, sodass wir sagen können, dass das Urteil, das Gott über die Dinge fällte, da er sie gut und sehr gut nannte, die Jungfrau pries. Denn unser höchstes Gut, so Gavarasilas, ist unsere Gemeinschaft mit Gott, deren Grund die Jungfrau ist. Das ist der wesentliche Punkt, den muss man im Hinterkopf behalten für das Folgende. Das Aperçu dieser Öffnungspassage der Entschlafungshomilie zeigt deutlich, dass Gavarasilas die Jungfrau Gottesgebärerin als Fluchtpunkt erachtet, um den und auf den hin das Schöpfungswerk sich entfaltet. Jedes Moment der Schöpfung enthüllt sein Wesen bezogen auf die eine Bestimmung, nämlich Gott als und im Menschen gebärende Natur zu sein. Allerdings ist diese Bestimmung nicht aus der Natur herzuleiten, vielmehr leitet sich umgekehrt Natur aus dieser zuvor gesetzten Bestimmung ab. Gott, schreibt Gavarasilas etwa in der zweiten Homilie zur Geburt der Gottesgebärerin, schuf die Natur zu dem Zweck von ihr, als er geboren werden sollte, eine Mutter zu erhalten. Nachdem er dies vorab als Regel festgesetzt hat, formt er daraufhin den Menschen. Wenn also Gott sieht, dass gut war, was er geschaffen hatte, und das so gesehen auf diese Weise segnet, dann, weil die geschaffene Natur ihm das, was Gott gut heißt, nämlich den Zweck oder die Intention, für die sie geschaffen worden war, in diesem Augenblick vergegenwärtigt oder wiedergibt, sodass er die ihm die Intention wiederbringende Natur mit dem Segen gut bedenken kann. Hätte der Natur sie nicht beigebracht, wäre sie des göttlichen Segens auch nicht teilhaftig geworden. Denn per se verhüllt Natur die Intention, weil diese der Natur nicht selbst entstammend keineswegs natürlich ist. Es ist keineswegs in der Natur begründet, Gott zu gebären und damit zu offenbaren, wenn auch Schöpfung einzig in dieser Intention zur Offenbarung begründet ist und besteht. Also tut sich eine Kluft zwischen geschaffener Natur und der sie begründeten und rechtfertigen Intention auf. Aus der letztere geborgen werden muss, soll doch Natur nach Gavarasilas Worten Gott, da er geboren werden will, die Mutter geben. Das heißt, es obliegt dem Geschöpf die Aufgehobenheit der Intention zu besprechen. Das Geschöpf muss, damit es seinen Bestand und seine Erfüllung findet, Subjekt der aufgehobenen Offenbarung werden, ihrerseits die Intentionalität des Geschöpfes bedarf, um wirklich zu werden.
Schöpfung ist zu nichts anderem evoziert, als dazu, die Intention wirklich werden zu lassen, das heißt, Natur der Menschwerdung des Logos zu sein. Mit die in die aufgehobene Intentionalität zurückgenommene Offenbarungsgeschichte einen neuen Anfang im geschöpflichen Wesen findet. In diesem Sinne, sagt Kavasilas, denn die menschliche Natur musste sich unbedingt selbst dereinst für das Werk anbieten, für das sie anfänglich erschaffen worden war, und einen Menschen hervorbringen, der der Absicht des Schöpfers gebührend zu dienen vermochte. Er, ich meine natürlich Gott, schuf sie zu dem Zweck von ihr, als er geboren werden sollte, eine Mutter zu erhalten und so weiter. Mensch bezeichnet kein Geschöpf unter vielen anderen. Auch das ist ein Punkt, wesentlicher Punkt, den man bei Kavasilas beachten muss. Kavasilas sieht den Menschen vor allem durch die Fähigkeit charakterisiert, Gott bzw. seine offenbarungsgeschichtliche Intention zu empfangen, Gott dann zu gebären. In Rücksicht darauf rekapituliert sich im Menschen oder in der menschlichen die ganze Natur, welche unter die im Zitat angesprochene Regel fällt und deshalb ins Sein gerufen wurde, um Gott einen Schoß zu geben, in dem Offenbarung sich, der latent ihrer institutionalen Aufhebung entsteigend, in eine wirkliche Gestalt formen kann, deren Geburt das am Geschöpf geliebte und gesuchte Ebenbild hervorbringt. In der vollen Bedeutung des Wortes also ist Natur, wenn sie die Natur der die Offenbarungsgeschichte in sich zusammenfassenden und abschließenden Menschwerdung des Logos ist. Zur Menschwerdung des Logos aber, erhobene Geschöpflichkeit, somit wahrer Mensch, ist die Jungfrau. Sie, die Jungfrau, offenbarte dem Menschen und das, was wir gewesen waren, offenbarte zudem Gott und seine unaussprechliche Weisheit sowie das Maß seiner Menschenliebe. Sie malte selbst in ihren Werken vorab denjenigen, den sie ihm mit einem Leib bekleidete, dann vor aller Augen stellen sollte. Zitat von Kavasilas aus der ersten Homilie. Kavasilas erkennt in der Jungfrau die Fassung der Intention in einen Grund zur Offenbarung, aus dem die ersehnte oder beabsichtigte Gestalt entbunden wird. Somit steht die Jungfräulichkeit nicht einfach für eine physisch-moralische Unberührtheit, sondern für das, was der Natur von der in ihr wirklich werdenden Offenbarungsintention herzukommt, damit sie Natur der Menschwerdung sei und ihre eigene schöpfungsgeschichtliche Bestimmung erfülle. Deshalb Kavasilas nicht zögert, die Jungfrau den, Zitat, im eigentlichen wahren Sinne ersten Menschen zu nennen. Oder noch prägnanter in Rücksicht auf Adams Verfehlung zu sagen, dass die menschliche Natur in der Jungfrau Maria überhaupt erst erschienen ist. Zitat. Es hat mir Gott nicht schon früher, sondern erst am Abend der Zeiten an der menschlichen Natur teilzunehmen scheint, weil diese noch nicht wahrhaft entstanden war, sondern zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal erschien. Diesem Zeitpunkt meint natürlich das Auftreten der heiligen Gottesgebärerin. Die Erscheinung, wir können etwa auch sagen, die Verwirklichung der menschlichen Natur hängt also von der Vergegenwärtigung der aufgehobenen Intentionalität in ihr ab. Mensch im eigentlichen wahren Sinne bezieht sich deshalb nicht in erster Linie schlicht auf eine Kreatur, sondern auf die Offenbarungsintentionalität, die in der Jungfrau aufscheinende Wesensförmigkeit für die aus ihr wiederum entbundene Offenbarungsgeschichte des Logos bezeichnet. Von Offenbarungsintention zu sprechen heißt, dass Offenbarung in pure Intentionalität, aus der sie, wie wir sagten, wieder geborgen werden muss, aufgehoben ist. Offenbarung und geschaffene Natur stehen in keinem unmittelbaren oder kontinuierlichen Verhältnis. Beide finden sich in völliger Diskontinuität zueinander, die sich aus der kenotischen Aufgehobenheit von Offenbarung in reine Intentionalität ergibt, in Hinsicht auf die, um eben Trägerin und Wesensform von Offenbarung zu sein, die geschaffene Natur hervorgerufen wurde. Mithin genügt es nicht, Natur sozusagen abzugraben, um in ihr gleich auf eine Erzader auf Offenbarung zu stoßen. Es ist unmöglich, dass sich Verheißung entgegen der verbreiteten Erwartung unmittelbar als Natur erfüllt, weshalb auch die Gottesgebärerin sterben musste, um in das Offenbarungsleben des von ihr geborenen Gottmenschen überzugehen. Dazu später noch ein Wort. Genau daran scheitert der Mensch, wähnend, er könne an der Offenbarung teilhaben, ohne durch die Diskontinuität hindurch zu müssen. Die Offenbarungsintention wird jedoch einzig aus der oder durch die Diskontinuität erkennbar und erkannt. Sie realisieren bedeutet demnach, Natur oder Geschöpflichkeit in die Aufgehobenheit der Intentionalität zur Offenbarung zu versetzen. Die Diskontinuität stellt sich uns also als radikale Apophatik dar, wobei die Apophase sich nicht aus einer höheren, der unsrigen, irgendwie überlegenen Wesenheit,
also aus der Vorstellung einer ontologischen Hierarchie herleitet, sondern sich aus der Aufgehobenheit der Offenbarungsgeschichte in reine, als solche ungreifbare Intentionalität ergibt. Dies ist der entscheidend für das Verständnis von Apophatik, in der alleine Offenbarung aus ihrer intentionalen Aufhebung hervortreten, außerhalb derer überhaupt von ihr kein Begriff gewonnen werden kann. Der intentionale Charakter der zu bergenden Offenbarung oder der Ebenbildlichkeit geht, wie wir sagten, auf deren Aufhebung in der Logoskenosis zurück. Das sich in seinem reflexiven Bildnis in die Entäußerung versetzende Logos hebt dieses in reine Intentionalität auf, eine Natur evozierend, die in ihrem apophatischen Erlöschen, in Lateiner sprechen manchmal von Extinctio, zu jenem Fluchtpunkt oder Raum wird, in den die Kenosis seit jeher intendiert, weil sie sich in ihm erfüllt, sich in die Apophatik des Geschöpfes zu einem neuen Ursprung, in die Wesensform des Menschen als Schoß fassend, indem sie sich in das Offenbarungsleben des theandrischen Leibes Jesu Christi zeugt. Die Erhebung der Natur zur Natur der Menschwerdung geschieht in der Apophase des Geschöpfes, welche vollendete Selbstfassung der Kenosis in ihr Äußerstes, in das Jenseits ihrer selbst bedeutet. Die Apophase entspricht seitens des Geschöpfes der Logoskenosis, die der geschöpflichen Apophatik als des von ihr projizierten intentionalen Anfangs oder Archie harrt, um sich in ihr in einen Grund zu leben und wirken einzuführen. Das Geschöpf nimmt sich apophatisch in die reine Intentionalität des kenotischen Logos zurück, die wiederum sich in den so von der Apophase öffneten Raum ihn als ihre Wesensform begreifend fasst. Diese Fassung bedeutet, aus der Latenz reiner Intentionalität in einen Grund zur Offenbarung hervorzutreten, womit Natur nunmehr die der Menschwerdung des Logos ist. Natur ist Natur der Menschwerdung einzig in der, der Offenbarungsintention impliziten Diskontinuität oder Apophase. Insofern, nämlich insofern restlose Bestimmtheit der Natur seitens der Offenbarungsintention oder auch Selbstfassung der Intention in der apophatischen Natur, nennt Kavasilas die Jungfrau erste Erscheinung der menschlichen Natur oder schlicht des Menschen. Die apophatische Versetzung in die Intention der Logoskenose kann nur von dieser selbst ausgehen. Es zählen, wie Paulus sagt, nicht laufen oder wollen, sondern das Erbarmen Gottes. Denn die kenotische Aufhebung evoziert nicht einfach ein Nichts, sondern reine intentionale Bestimmtheit, welche das Geschöpf von sich aus nicht zu erreichen vermag. Oder wie Christus an einer Stelle sagt, da wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Das heißt, das Geschöpf begegnet der in der Kenosis aufgehobenen Offenbarung nicht unmittelbar, nicht in Form eines positiv greifbaren Bildes. Sie tritt ihr zunächst als die im Gebot verklausulierte Kraft gegen die Sünde entgegen, wie Kavasailas es nennt. Kraft gegen die Sünde heißt nicht, im Zusammenhang dieser Homilien, also diese Kraft als Reaktion auf die schon geschehene Sünde ansehen sollen. Tatsächlich ist die Kraft, die die Sünde radikal, das heißt an der Wurzel von vornherein, noch bevor sie begangen wird, mithin in den der Geschöpflichkeit unumgänglich inhärierenden Kern der Verselbstung ausschließt. In diesem Sinne schreibt Kavasilas, indem er Lukas 10, 42 aufgreift, sonderte sich die Jungfrau von sämtlichen Geschöpfen dem Augenblick, da sie geboren wurde, in Hinsicht auf das bessere Teil hin ab. Wir dürfen nicht darüber hinweglesen, dass Kavasilas diese Kraft oder Tugend negativ definiert. Er spricht nicht von einer Kraft zum Guten oder des Guten, die ein wie auch immer geartetes Gutes positiv verwirklichen und die Kreatur zum Subjektivat des Guten erheben würde. Es handelt sich um eine von der Geschöpflichkeit als solche absondernde Kraft, dank derer die Jungfrau in ihrer Geschöpflichkeit, soweit diese den Keim zur Verselbstung, das heißt, der ursprünglichen Intentionalität entgegenstrebende Selbstprojektion oder Selbstvergöttlichung umhüllt, apophatisch zunichte und damit Fluchtpunkt der kenotischen Intentionalität wird. Sie bewirkt die apophatische Reduktion des Menschen in die von der Kenosis vollzogene Aufgehobenheit der Offenbarung. Die Kraft gegen die Sünde, Zitat, war in der Natur und in allen gegenwärtig, niemand jedoch wandte sie an. Es gab keinen, der untadelig lebte, vielmehr beherrschte die Krankheit, die mit dem ersten Menschen ihren Anfang genommen hatte und auf alle hindurch krank drang, alle. Damit wir uns die einzigartige Reinheit der Jungfrau einsichtig, die sie zur Gottesgebärerin gestimmt und ihr jegliche noch so geringe Läuterung sogar im Augenblick der Verkündigung, welche wie Kavasilas anmerkt gerade ihre vollkommene Makellosigkeit herausstellt, erübrigte.
Jungfrau war sie, weil sie als einzige die apophatische Nichtung oder Selbstnegation ihrer Geschöpflichkeit vollzogen habend, den Keim einer wiedergöttlichen Verselbstung getilgt hat. Für Kavasilas fällt ihr die jungfräuliche Reinheit nicht auf einen unergöttlichen göttlichen Ratschluss hinzu. Sie ist ihr ureigenstes Werk, dank der von ihr wahrgenommenen und aktuierten Kraft gegen die Sünde, welche kein, und dies ist wesentlich, dem Menschen an- oder anerschaffene Tugend darstellt, wie Kavasilas in der Homilie zur Geburt erörtert. Da nichts Anerschaffenes die Kluft zu der in der Kenose und nicht durch die bloße Existenz des Geschöpfes aufgehobene Intentionalität zu überwinden vermag. Es handelt sich um keine Kraft, die positiv etwas bauen würde, sondern um eine Kraft, die die noch keimhafte oder sofern die Sünde bereits wirklich geworden ist, akute Verselbstung des Geschöpfes mit einem Schlag zunichte macht, um in den Grund für eine neue, von der Sünde freie Subjektivation überzugehen. Der Mensch beginnt somit Kavasilas zufolge nicht unmittelbar der in der Kenosis aufgehobenen Intentionalität. Sie tritt ihm in Gestalt einer Forderung oder eines Gebots nach apophatischer Nichtung entgegen, welche einen Raum eröffnet, worin die Intention, wie gesagt, ihre Latenz entsteigen, sich fassen und einen Grund einführen kann. Was vergegenwärtigt nun die in Intentionalität aufgehobene Offenbarung in Bezug auf die Schöpfung? Es ist das Gesetz, dessen Ende oder Ziel Telos, wie Kavasilas Römer 10,4 aufgreifend sagt, die Gnade ist. Im Gesetz tritt dem Menschen die kenotische Intention als Gebot der Selbstnegation entgegen. Das im Gesetz ausgedrückte Gewolltsein der Selbstaufhebung überträgt sich auf das Geschöpf, sobald dieses die im Gebot beschlossene Aufhebung, als ein Spiegel der kenotischen Aufgehobenheit der Intention, auf sich selbst hin wahrnimmt und sich ihr ergibt. Und diese Ergebung in die Aufgehobenheit, welche also Wille wird zur Selbstnegation, provoziert das apophatische Erlöschen der geschöpflichen Selbstheit. Am Gebot begreift das Geschöpf sich in Rücksicht auf das Gewolltsein seiner Aufhebung, womit sich die kenotische Aufgehobenheit auf das Geschöpf überträgt, um an ihm Wille zur Selbstnegation zu werden. Ich weise in dem Zusammenhang nur auf den frühen Vätern relativ häufige Wendung hin, Synkatatis ist Psychis. Augustinus findet mein Analogon cum Ascensione cogitare, das meiner Ansicht nach auf diesen Vorgang hin anspielt. Diese Ausdrücke werden verwendet, um den Glauben zu definieren. Zum Beispiel bei Basilius dem Großen, Clemens von Alexandrien, Johannes Chrysostomos und so weiter. Also ein Wille zur Selbstnegation zu werden, das heißt weichen wollen, welches apophatische Weichen den Raum öffnet, in dem sich die dem Gebot zugrunde liegende Intentionalität in Hinsicht auf das Urbild, welches sie sabenhaft in sich trägt, fasst. Dieses im Gebot beschlossene, die apophatische öffnende Weichen wollen, das Kraft der sich in den von ihm aufgetanen Raum als Ursprung zur Offenbarung fassenden Intentionalität in deren Subjektivation übergeht und erhebt, findet Kavasilas in der Tadellosen, die Geschöpflichkeit für den Gnadenspross, die Geburt der Jungfrau bereiten Gerechtigkeit von Joachim und Anna verkörpert, deren Lob er deshalb dem der Jungfrau voranstellt. Zitat: Und es zeigt sich, dass ihr, Joachim und Anna, weil die Gnade das Ende des Gesetzes ist und ihr wissen, dass das Neue die Frucht des Alten darstellt, es jedoch keine Frucht vom noch Unvollendeten gibt, die Pflanze des Gesetzes ganz und vollkommen aufgezogen habt. Anders hättet ihr nicht den Gnadenschatz, die Frucht des Gesetzes, die Jungfrau getragen. Als ein von der kenotischen Aufgehobenheit der Offenbarung über die Schöpfung geworfener Schatten schafft das Gesetz mit der Abstoßung des Keimes von Eigenwillen aus dem Geschöpf die Bedingungen, unter denen die Gnade sich den Grund für ihr Wirken bereiten kann. Es geht Kavasilas dabei kaum um den rituellen Vollzug der Gesetzesvorschriften, als vielmehr darum, die Hinterlassenschaft des in seiner Entäußerung reine Intentionalität aufgehobenen Logos zu begreifen. Das heißt, die Forderung nach Selbstaufhebung der geschaffenen Natur. So dass sich das in seinem Gebot verkörperte Gewolltsein der Aufhebung auf die Seele überträgt, zu einem Willen zu weichen wird, der die Selbstaufhebung in Form der Absonderung leistet. Wie der kenotischen Intentionalität zu einem Raum wird, in den diese sich gnadenhaft fassen kann. Ziel und Ende des Gesetzes, sagt Kavasilas, ist die Gnade. Gnade aber die,
in der apophatischen Geschöpflichkeit, in der auch der Keim zur sündhaften, was sich gegen Gott erhebenden Verselbstung erloschen ist, sich vollziehende Subjektivation der kenotischen Intentionalität, mit der die Apophatik sich vollendet und sich auch im Übrigen beweist, weil wir ein Schatten der verborgenen Intention entfließend. Diese Subjektivation ist das Proprium der von Kavasilas deshalb als von Joachim und Anna getragenen und aufgezogenen Pflanze des Gesetzes bezeichneten Jungfrau. Die Gerechtigkeit Joachims und Annas steht im Rahmen der Homilien mithin für den von der absondernden Kraft gegen die Sünde eröffneten Raum der geschöpflichen Apophatik, das Geheimnis der Jungfrauenschaft. Insofern dieser mit der Fassung zum intentionalen Ursprung des entäußeren Logos für seine Geburt im menschlichen Wesen bestimmt ist. Auf diese Weise stirbt eine Übertragung der Intentionalität auf das Geschöpf durch das Gesetz die alte Geschöpflichkeit ab. Man will, kann man noch einmal Paulus zitieren: Ich aber bin dem Gesetz durch das Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Aus dem Galaterbrief. Da seine Ergebung das vom Gesetz ausgedrückte Gewolltsein seiner Aufhebung bedeutet. Die Kavale ist in seiner zweiten Homilie an dem Willen der Jungfrau zur Empfängnis und Geburt Jesu Christi demonstriert. Damit gibt das Geschöpf Wille uns selbst preis. Wir sprachen von dem vom Gebot heraufbeschworenen Wollen als Übertragung der kenotischen Aufgehobenheit von Offenbarung auf das Geschöpf, das ein Weichenwollen bedeutet, die Weitung der von der Verselbstung eingenommenen Kreatur zu einem Raum, worin sich die Kenose in Hinsicht auf ihre Offenbarung zu fassen vermag. Es ist dieses apophatische Weichen, in dem der Wille selbst zugrunde geht, das in die widerstandslose Offenheit mündet, worin Verselbstungskeim und Verselbstung restlos gewichen sind. Allein dessen bedarf die Intentionalität, die keinen Widerstand duldet. Die Kenosis erzwingt sich nicht gewaltsam Zutritt in den Menschen, sie harrt seiner Weitung zum apophatischen Raum. Wobei Raum die widerstandslose Gelassenheit und Übereignung andeutet, an der nichts auch nur im geringsten von der Bestimmung durch die Intentionalität zur Offenbarung abweicht. So sagt die Jungfrau zu Gabriel: Ich erkenne keinen Mann. Und dann verstehen wir auch jene Milde und Demut von Herzen, welche der Herr uns auffordert, von ihm zu lernen. Zitat von Kavasilas: Mithin war die Fleischwertung des Wortes nicht nur ein Werk des Vaters und seiner Kraft sowie des Geistes, sondern auch des Willens und des Glaubens der Jungfrau. So in das Vorhaben, ohne die drei zusammen ausgeführt werden konnte, genauso unmöglich war es, den Ratschluss in die Tat umzusetzen, den Ratschluss der Fleisch, der Menschwerdung Christi, wenn die Allreine nicht Willen und Glauben darbrachte. Auf diese Weise machte, nachdem er sie belehrt und überzeugt hatte, Gott sie zur Mutter und entließ sich von ihr, die verstand und einwilligte das Fleisch, damit so, wie aus freiem Willen das Objekt der Empfängnis wurde, auch der Mutter geschehe, dass die freiwillige Gebärung mit sich zu Rate gegangen auch aus freiem Entschluss Mutter würde, auf dass sie in Hinsicht auf die Heilsverfügung ergriffen, nicht einfach wie ein von einem anderen bewegtes Wesen nur ausführe, sondern von sich aus sich selbst darbringen und mit Gott in der Vorsehung für unser Geschlecht zusammenwirke, sodass er ein Glied von ihm werde und Anteil an der damit einhergehenden Ehre habe. Die Reinheit der Jungfrau, welche im Unterschied zu den übrigen Heiligen und Gerechten, sei es vor, sei es nach, ihr keine Erläuterung bedurfte, um Gott zu genügen, meint wie gesagt keine moralisch oder rituell erworbene Reinheit, die Umsetzung eines pädagogischen Ideals von Heiligkeit, sondern Gelöstheit von allem, das der Fassung der Kenose widerstehen und entgegenstreben könnte. Die Kenose wird in der Apophase wirklich, nämlich als Fassung der Intentionalität selbst, welche die Apophase der notwendig vorausgehenden und von ihr selbst ausgehenden Projektung einen Vorwurf erzeugt. Schöpfung ist im eigentlichen Sinne Geschöpf ihres Geschöpfers oder die Natur der Menschwerdung, erst in ihrer apophatischen Reduktion, weil hier zum einen die Verselbstungsimpulse erlöschen, zum anderen in der Selbstfassung der kenotischen Intention in ihr sie sich zum Grund für die Offenbarungsgestalt erhoben erfährt. Deshalb schreibt Kavasilas die Unberührtheit der Jungfrau von jeglicher Sünde, keiner wunderbaren und unbefleckten Empfängnis zu, noch sonst einer ihr etwa von Gott gewährten besonderen Gnade oder natürlichen Begabung, die es vor allen anderen Menschen auszeichnen würde. Im Gegenteil besaß sie nichts, was ihr vor anderen Menschen einen Vorteil verschafft hätte. Zitat: Aber die makellose Jungfrau, ohne dass der Himmel ihr eine Stadt gewesen wäre oder sie einen dort gezeugten Leib besessen hätte,
Vielmehr besaß sie einen irdischen, auf dieselbe Weise gezeugten oder wie der eines jeden des gefallenen Geschlechts, das seine Natur verkannt hatte, widerstand als einzig und in seit jeher geborene Menschen von Beginn bis Ende allem Schlechten, gab Gott die uns von ihm verliehene unversehrte Schönheit wieder und wandte als einzige all ihre Kraft sowie sämtliche uns anvertrauten Waffen auf. Damit haben wir den Zusammenhang von Gesetz Gebot, apophatischer Nichtung und Geburt, die intentionale Fassung der Kenosis, der sich vom ersten Augenblick ihrer Existenz an auf das bessere Teil hin absondernden Jungfrau geklärt. In ihm ist die anfängliche Unentschiedenheit der geschaffenen Natur wiedergefunden, welche die Schöpfung zunächst charakterisierte, ehe Adam sich dem Schatten des Gebotes, von diesem Baum sollst du essen, zugunsten seiner Verselbstung entzog, indessen die Jungfrau sich gerade in die Subjektivation vertieft, sich auf dem Boden der Apophatik des Gesetzes oktroyiert. Als ein Ausfluss der Offenbarungsintention bezweckt das Gesetz, das Geschöpf an jenen Anfang zurückzuführen, an den die offenbarungsgeschichtliche Intention aus der Latenz der kenotischen Seinsweise ins manifeste Wirken in die Geschöpflichkeit übergehen kann. Das darin sich fügende Subjekt in Kavasilas den Gnadenschatz und die Frucht des Gesetzes, die Gottesgebärin selbst, welche Schoß oder Subjekt ist der Naturmenschwerdung Gottes. Das heißt nun Subjektivation. Die Selbstfassung der in der geschöpflichen Apophatik aus der Latenz ihrer Aufhebung hervortretenden Intentionalität verwirklicht sich durch die Subjektivation des Grundes, der Kraft der Fassung der ursprünglichen Intention, sich in die beabsichtigte Gestalt oder Form selbst einführt, die den Menschen zum Vorschein bringt, der Askese der Gottesgebärin, welche Subjektivation auf diese Weise den sich der Ebenbildlichkeit verweigernden Verselbstungskeim ausschließt. Die Subjektivation des Grundes, in dem sich die ursprüngliche Intention fasst, unterdrückt den Verselbstungskeim so, dass er gar nicht mehr erst aufkommen kann. Mit ihm erkennen wir in der Subjektivation die mehrfach angesprochene einzigartige Reinheit der Jungfrau wieder, dank derer sie Ursache nicht nur all dessen ist, was uns irgend zu Zierde gereicht, sondern des Seins, überhaupt des Menschseins, sowie von Himmel, Erde, Sonne und allem, was ist. Weiteres Zitat. Einzig sie, die sich wie kein anderer Mensch oder welches Geschöpf auch immer in der Gegenwart des alleinigen Gottes hielt, wahrte seinen Willen in diesem Leben. Sie beachtete keines der Geschöpfe oder wandte sich einem von ihnen zu, sondern sonderte sich von ihnen in dem Augenblick, da sie geboren wurde, in Hinsicht auf das bessere Teil hin ab. Und alle Geschöpflichkeit übersteigend, Erde, Himmel, Sonne und Sterne, selbst den Kreis der Wesen um Gott, machte sie nicht eher Halt, als bis sie, die Reine, dem reinen Gott beiwohnte. Sich in der Gegenwart des alleinigen Gottes halten, meint hier natürlich die apophatische Reduktion. Dank dieser Subjektivation ist sie, wie Kavasilas schreibt, nicht nur Schöpferin der neuen Himmel, der neuen Erde und des neuen Himmels, vielmehr ist sie selbst die neue Erde und der neue Himmel, weil sie sowohl an Reinheit als auch an Größe über die Erde hinausschreitend auch den Himmel überstieg. Zitat Ende. Mit dieser neuen Erde, diesem neuen Himmel, wird kein verlorener Urzustand wiederhergestellt, zumal Kavasilas zufolge Adam die Wesensförmigkeit des Geschöpfes für die verborgene Offenbarungsintention, die man vielleicht Urzustand nennen könnte, für sich von vornherein verworfen hatte, sondern beides beschreibt das Geschöpf in der Gottempfangenen zur Geburt austragen ihn so in ihrer Erfüllung verabmalenden Herrlichkeit der Subjektivation, der sich in den Raum der radikalen Apophasie einfassenden kenotischen Offenbarungsabsicht. Auf diese Subjektivation des Grundes, in der die ganze Aktualität oder Wirklichkeit der intentionalen Selbstfassung und Gnadung der Kenosis besteht, die sich mit der Geburt der Offenbarungsgestalt als Frucht ihrer eigenen Gnadenwesenheit vollendet und erfüllt, haben wir quasi das Deutung der dem Protevangelium des Jakobus entnommenen Legende zu beziehen, dass die Jungfrau den Tempel zu Jerusalem nicht lediglich betritt, was für sich betrachtet schon unerhört ist, ihn vielmehr sogar bewohnt und dies, ohne sich den selbst dem Hohepriester abverlangten Reinigungen zu unterziehen. Der Tempel versinnbildlicht die Bestimmung der dank ihrer apophatischen Reduktion dem kenotischen Logos gerecht gewordenen Geschöpflichkeit in Hinsicht auf dessen Intention zu offenbaren. Seine Abgeschiedenheit von der umgebenden Schöpfung, deren Nabel er zumindest im alttestamentlichen Universum bildet, symbolisiert die Subjektivation aus der Kraft der sich in die Apophatik einfassenden,
sich als Aufgehobenheitseins in reine Intentionalität entschlagenden Offenbarung, welche, wir sprechen ja von der Subjektivation, der sich als Kraft in dem Wesen zu einer grundeinführenden Intentionalität, das Wesen der Gottesgebärerin ausmacht, sich selbst als der von Gott in der Kreatur begehrte Schoß zeigend, fähig Gott zu empfangen und zu gebären. Kraft dieser Subjektivation also ist die Jungfraugebärerin Gottes, Erfüllung des bildhaft mit dem Tempel Angedeuteten, der so abgesondert, unzugänglich inmitten der Schöpfung steht, wie plötzlich die apophatische Subjektivation der Gottesgebärerin die menschliche Verfallsgeschichte durchschneidet. Im Hinblick darauf löst sich übrigens die Cavaltas Familien durchziehende scheinbare Ambiguität auf, die Reinheit der Jungfrau sowohl als Frucht ihrer eigenen asketischen Anstrengung, wie auch sich als unmittelbar aus der Gerechtigkeit Joachims und Annas ergeben zu beschreiben. Zitat von Cavazilas: Mit einem Wort, ein Mensch, wer auch immer, musste die Natur in aller Reinheit offenbaren, weil alle übrigen ihm schon solchen Tribut versagten. Es gibt nur, dass es der vollkommenen Makellosen gelinge. Weil ja Gott eine Kraft in uns gelegt hat, dann wir nüchtern und mit Eifer, wie wir schon gesagt haben, die Sünde beherrschen, wollte er uns siegreich damit schmücken, dass wir uns ganz und gar unveränderlich in Hinsicht auf das Gute erzeigen. Beides widerfuhr der Natur allein in der Jungfrau. Das eine, insofern sie in ihrer eigenen Person die Natur wieder aufrichtete, das andere, insofern sie Mutter wurde. Die Subjektivation durchschneidet das von Adam in Gang gesetzte Verhängnis der Menschheitsgeschichte. Offensichtlich weiß Cavazilas nichts von einem kollektiven, gegebenenfalls mit Zivilisationsgeschichte gleichgesetzten Fortschritt von Menschheit oder einem Volk Gottes zum Heil. Vielmehr bricht Menschheitsgeschichte mit der Jungfrau, somit auch in jedem vor- oder nachher kommenden Heiligen, Gerechten, abrupt dem apophatischen Subjekt ab. Heilsgeschichte setzt also mit der Subjektivation der kenotischen Intentionalität aus der geschöpflichen Apophatik erst ein. Und dass sie nicht früher einsetzt als mit der Jungfrau Maria, schreibt Cavazilas alleine der Weigerung des seine Menschheitsgeschichte fortschreitenden Geschlechts zu, die überall und jederzeit gegenwärtige Kraft des gegen die Sünde in die Tat umzusetzen. Somit offenbart sich in der Gottesgebärin das Subjekt als Träger und Artikulation des wachsenden Leibes Christi, der vom Haupt Christus zusammengefügt und fest zusammengehalten wird durch jedes einzelne Gelenk, das einen Dienst zu verrichten hat, kräftig nach dem Maß eines jeden einzelnen Teils, bis er sich selbst aufgebaut hat in Liebe und an dem, sobald in Erscheinung treten, Menschheitsgeschichte außer Kraft gesetzt ist. So gesehen ist das Subjekt geschichtslos, wir können sagen, Erlösung von oder aus der Geschichte. Also kein Kollektiv ist Gegenstand der göttlichen Heilsverfügung, dem ihr ein Schatten ihrer künftigen Subjektivation von der kenotischen Intentionalität in der Apophase geformten Grund zieht Gott an. Und die darin das Urbild vorwegnehmend spiegelnde Schönheit bewegt ihn dazu, niederzusteigen. Das heißt, sich in dem aus der Subjektivation des apophatischen Grundes als gotttragende und gottbildende Matrix geborene Menschen Wesen und Leben zu geben, das er zuvor nicht besaß. Zitat von Cavazilas: Selbst der Himmel, heißt es, ist nicht rein vor ihm, während jene, die Gott lieb ist, nicht lediglich rein vom Schlechten ist, das zu beachten. Mehr, die Jungfrau ist schön und nicht einfach schön, sondern überaus schön. Du bist ganz und gar schön, heißt es. Dabei handelt es sich nicht um ein menschliches Urteil, vielmehr preist Gott selbst die Selige öffentlich und das sogar mit Staunen. Wie schön du bist, meine Freundin. Aus dem Hohelied. Wo schon die Schrift jede menschliche Gerechtigkeit vor Gott abscheulich als jeden Ekel bezeichnet und sie Bosheit nennt. Tatsächlich fällt die Gerechtigkeit der Jungfrau nicht unter die menschliche Beschränktheit, weder ging sie wenig noch viel darüber hinaus, sondern ein Bild zu gebrauchen, überragte so sehr die gemeinsame Natur, dass nicht einmal die Mitte der Extrem in Erfahrung gebracht werden kann. Schön ist die im apophatischen Subjekt erscheinende Wesensförmigkeit, die vollkommen dem intentional aufgehobenen reflexiven Urbild des Logos entspricht, indem sie es gebiert Wesen und Leben gibt. Denn dem wesenförmigen Grund der Apophase nimmt der Logos das Fleisch seiner Menschwerdung, sich in diesem Grunde formen und seiner vollendeten theandrischen Gestalt ausgebären lassen. Auf diese Weise bedeutet die Subjektivation des Grundes, welchen zum gotttragenden Schoß erhebt, dass sich mit der Geburt der Gestalt vollendet, sein Ersterben an sich selbst. Auf diese Weise bedeutet die Subjektivation des Grundes, welchen zum gotttragenden Schloß erhebt,
der sich mit der Geburt der Gestalt vor Ende seiner Sterbe an sich selbst, die Kavasat in der Homilie zur Entschlafung der Gottesgebärerin ausführt, womit der sich absterbende Kron in das Sein der neuen Schöpfung, der Kainekthesis, das heißt in das Leben der offenbarungsgeschichtlichen Ebenbildlichkeit im Leibe Jesu Christi übergeht oder Glied wird. Man kann es so, die Frage, die vielleicht Kavasilas, die man Kavasilas in den Mund legen könnte, wie wird Gott wirklich? Kavasilas argumentiert strikt von der Kenosis des Logos aus. Die Frage ist jetzt, was ist die Kenosis des Logos? In der Regel sehen wir in der Kenosis des Logos ein theoretisches Hintergrundbild, auf dem wir dann eine Art von theologischer Metaphysik entwickeln. Ja? Für Kavasilas ist die Kenosis, wie soll ich sagen, der innere Kern, oder wird die Erkenntnis nur wirklich in der Erfahrung? Sie ist kein Begriff, sie ist kein, nicht mal ein theologischer Fachbegriff, natürlich ein Terminus technicus, ja, aber es hat als Begriff selbst keinerlei Bedeutung. Die Wirklichkeit der Kenosis effektuiert sich für uns oder wirkt sich für uns aus nur in der radikalen Apophase, in der Reduktion des Geschöpfes in einen Zustand, der sozusagen der Kenosis entspricht. Diese Apophase kann der Kenosis entsprechen, weil das, was den Menschen in die Kenosis zurückführt, von ihr selbst ausgeht, was sich allerdings nur erweist in dem Moment, wo die Kenosis erreicht wird, wo sich die Apophatik des Geschöpfes als Fassung, also eine Fassung, eine intentionale Fassung der Kenosis, des kenotischen Logos erweist, mit der Kenosis sich selbst in einen Grund, in eine Basis seines Wirkens bringt, aus dem heraus er sich seine Offenbarungsgestalt ausgebiert. Ja, das ist ungefähr die Grundfigur. Also Kavasilas spricht nicht einmal jetzt von der reinen Erfahrungsstruktur, was diese Offenbarungsintentionalität angeht, sondern nur von dem, und wie kann man sagen, die Art der Teilhabe, der Metaxis. Ja? Darf ich mal fragen, ob ich richtig verstanden habe? Gott hat das andere von sich, die Schöpfung, geschaffen mit der Hintergrundintention, sich zu entäußern, um die Schöpfung wieder in sich, in seine Göttlichkeit reinzuholen. Und das klappt aber nur, wenn ein Mensch dieser Schöpfung antwortet, indem er jede unabhängige Selbstbehauptung aufgibt und seinerseits kenotisch sich an Gott hingibt. Ist das so ungefähr? Ungefähr, ja. Nee, ist richtig. Das Einzige, dass die Kenosis der Schöpfung vorangeht. Die Kenosis des Logos selbst bildet schon einen Raum, aus dem die Schöpfung evoziert wird. Auch in Hinsicht auf die Erfüllung. Das andere ist richtig. Das Problem der Sünde, nicht wahr, dass sie sozusagen einen Geburtsprozess unterbricht. Okay, und jetzt Fragen aus dem Publikum. Dort haben wir auch. Ja. Bitte laut, deutlich. Ich bin schwerhörig. Selbstnegation als Absonderung von der Geschöpflichkeit, um also von Gott erfüllt zu sein oder wieder zu Gott zu kommen, im Gegensatz zu einer Selbstnegation, die irgendwie also das eigene Leben negiert. Das ist eine, und in welcher Beziehung die Gottesmutter zu Eva steht. Also zum Ersten. Die Apophase, die wirklich die Absicht der Kenosis realisiert, verwirklicht, kommt auch aus einer Kraft, wie ich versucht habe, ein bisschen darzustellen, an Kavasilas Ausführung zum Gesetz, zum mosaischen Gesetz, so endet es so. Entschuldigung, ich muss etwas anders anfangen. Also die Apophase, die in die Kenosis zurückführt, geht von der Kenosis selbst aus. Denn das Vermittelnde dafür, dass die Absicht der Kenosis in der Geschöpflichkeit wirksam werden kann, stellt das Gesetz dar. Das ist natürlich die Frage, wie man das Gesetz aufnimmt und wahrnimmt. Man verfehlt es leicht, diesen Punkt.
das Gesetz, es muss sich etwas am Gesetz auf das Geschöpf übertragen, um da zum Willen zu werden. Zweitens bedeutet die Kenosis nicht einfach eine totale Auslöschung des Geschöpfes. Das wäre ein Suizid. Ja, das ist das, was, die, vielleicht, was Sie als zweite Selbstnegation meinten. Ja. Sondern die Kenosis erweist sich eben als Intentionalität. Ja, man kann eine Intentionalität, die im Moment, da sie sich in das Geschöpf fassen kann, kann man sagen, Energia wird, Wirklichkeit wirken. Ja, das ist der Energienbegriff und Kavasilas, der dem zugrunde liegt. Ich hoffe, das hat, ich habe Ihnen damit geantwortet. Also die Kenosis bedeutet nicht einfach pures nihilistisches Nichts. Ja? Das ist sehr wichtig zu begreifen. Ja? Wenn auch natürlich sie für uns nicht fassbar ist, in dem Sinne, weder intellektuell noch emotionell noch sonst. Das Zweite, Kavasilas geht nicht allzu sehr auf den, auf Eva in seinen Homilien ein. Ja? Er erwähnt sie ab und zu mal, eben Eva steht im Zusammenhang für ihn mit dem Einsetzen der Verfallsgeschichte des Menschen, ja, in der wir uns alle befinden, ja, und die Welt seitdem. Und aus dem ihm nur, aus der uns nur die, ich habe es jetzt die Subjektivation genannt, ja, wieder herauslöst. Ja. Das heißt, der Moment, in dem der Mensch tatsächlich zum gottgebärenden Schoß wird. Ja. Insofern, genau wie er sagt, auch, dass eigentlich in der Jungfrau überhaupt der erste Mensch erschien. Ja? Selbst Adam war für Kavasilas nicht im eigentlichen erster Mensch, chronologisch gesehen vielleicht, aber im Grunde die menschliche Essenz, um es mal so auszudrücken, hat er eben nicht realisiert. Ja? Hier habe ich dazu noch eine Frage von Johannes. Ja. Ich habe eine Begriffsverständnisfrage. Subjektivation. Was bedeutet das? Ja, also, ich muss mich entschuldigen, ich habe ein etwas philosophisches Vokabular. Ja. Sie können, man kann vielleicht Subjektivation schlicht und einfach auch als Subjektwerdung beschreiben. Ja. Was ich damit jetzt in dem konkreten Kontext meine, ja. Also Subjekt heißt also Träger und Auswirker einer bestimmten Intention, sagen wir mal so. Ja, man muss sehen, dass die Reinheit der Jungfrau, auf der Kavasilas sehr insistiert in seinen Homilien, wirklich, man kann sagen, die Selbsttätigkeit dieses Wesens ist, das sich durch die Fassung der kenotischen Intention in Grund formt. Ja, also ist eine Selbstrealisation, wenn Sie so wollen. Sie können, wissen Sie, das ist sehr beeindruckend bei Gregor von Nyssa. Ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Schrift. Ich glaube, es ist in Leben des Moses, im Prolog fast. Also ich bin jetzt nicht ganz die, er schreibt da, durch eine Willensentscheidung, durch eine Entscheidung deines Willens, also ich paraphrase, kannst du dich selbst schaffen. Das ist eine sehr verblüffende Aussage. Ja? Ich kann mich fragen, was er damit meint. Ja? Das ist jetzt ein bisschen aus dem Metaphorischen herausnimmt. Und ich denke, er begibt sich da in die Nähe von dem, was Kavasilas hier in extenso ausführt. Danke. Ja. Seraphim hat noch. Ich habe dann auch noch ein Anliegen. Ja. Und zwar, okay. In der Weise, wie ich es verstanden habe, wie Sie über die Gottesmutter das erklärt haben, dann wäre sie ja eigentlich schon die Erlöste gewesen, dürfte eigentlich nicht der Erlösung, weil sie das ja alles schon vorweggenommen hat, vor der Erlösung. Darauf bin ich jetzt... Also der perfekte Mensch, also vor dem Sündenfall das ist gewesen und hätte das schon verkörpert. Und damit wäre sie ja, dann kommt man ja eigentlich dahin, dass sie schon Erlöserin ist. Das ist also... Kavasilas diskutiert dieses Problem. Das habe ich jetzt... Vor allen Dingen, also in der Hinsicht... Perfekter Mensch, vollkommener Mensch. Wir müssen vielleicht eine Differenzierung einführen im Begriff Mensch, wie ihn Kavasilas verwendet, in einer gewissen Doppelsinnigkeit. Das eine ist die Vollkommenheit des Menschen als Wesensform der Offenbarung. Wie er sagte, sie malte den von ihm zu Gebärenden vorab ab, in ihrem Leibe, in ihren Werken.
Ja? Das heißt, es ist sozusagen eine Vorabspiegelung, wenn Sie so wollen. Ja? Die eigentliche Offenbarung, deswegen ist die, dazu bin ich jetzt nicht mehr gekommen, ist die Offenschlafungshomilie sehr interessant. Das eigentliche Ziel des Menschen ist die Gebärung des Urbilds oder der Ebenbildlichkeit. Der Gebärung der Gott-Ebenbildlichkeit in Jesus Christus. Ja, die hypostatische Union, die die Kavasilas in dieser Hinsicht aufnimmt, auch ganz dogmatisch dann durchexerziert. Ja. Das erst ist die Vollendung des Menschen. Ja. Und Kavasilas setzt tatsächlich eine sehr enge Beziehung zwischen der Gottesgebärerin und Christus. Er sagt, ihr Blut ist das Blut Gottes, ihr Fleisch ist das Fleisch Gottes. Ja, was natürlich, man kann es natürlich sehr konventionell lesen, aber es ist tatsächlich so, dass dieser Grund, deswegen auch die Entschlafung der Gottesgebärerin, übergeht in das Leben des Gottmenschen. In der Entschlafung für Kavasilas gibt die Gottesgebärerin sozusagen ihre eigene Existenz in gewisser Hinsicht auf, um eine Existenz gemäß der Offenbarung in Jesus Christus zu finden, im Leibe Christi. Ich glaube, das hat wirklich geholfen. Vielen Dank, Vater Dionysi.